Hey, also ich bin Lisa, ich bin 22 und ich studiere jetzt im sechsten Semester Bachelor Mathematik an der TU Dresden. Hallo, ich bin Henriette, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere jetzt inzwischen im letzten Semester Master Mathematik, also schreibe jetzt meine Masterarbeit. Ja, ich bin Paul, 23 Jahre alt, studiere jetzt mittlerweile im Master Mathematik. Ich mochte Mathe in der Schule und das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich irgendwie Lust, das zu studieren. Also es war bei mir auch eher so eine Schnapsidee, weil ich nicht ganz wusste, was ich nach dem Abitur machen sollte. Mathe aber schon immer mein Lieblingsfach war und ich mich halt wirklich gefragt habe, okay, was steckt eigentlich dahinter? Und ja, dann habe ich mich halt für ein Mathematikstudium eingeschrieben und das war die beste Entscheidung, die ich bisher, glaube ich, getroffen habe. Hat in der Schule Mathematik Spaß gemacht, ich hatte ein gewisses Talent dafür und habe mich dann gefreut, an der Universität Mathe studieren zu können. Mathematik im universitären Kontext ist durchaus nochmal was anderes, aber auch das hat mich sehr fasziniert und fand ich sehr spannend, deswegen bin ich auch am Mathestudium dran geblieben. Inhaltlich beschäftigt man sich in der Mathematik, vor allem in den ersten Semester, mit Grundlagen der Algebra und Analysis. Man bekommt natürlich auch eine Einführung ins Programmieren und dann im weiteren Verlauf geht es natürlich auch ein bisschen in die weiteren Themenbereiche, also Richtung Stochastik, Geometrie, Numerik, wissenschaftliches Rechnen. Das sind dann so die weiterführenden und vertiefenden Bereiche. Man sollte Durchhaltevermögen mitbringen, Hartnäckigkeit, auch die Fähigkeit im Team zu arbeiten und also Teamfähigkeit, würde ich sagen, ist im Mathematikstudium eine ganz große Sache. Einfach dadurch, dass man oft mit seinen Kommilitonen Arbeitsgruppen bildet oder Lerngruppen und man dann Dinge sich erarbeitet und nachlernt und bespricht und Hausaufgaben zusammen macht, die man dann halt auch wöchentlich abgibt. Und man meistens auch vieles erst in der Gruppe versteht und das Alleine-Lernen ziemlich trist ist. Im Studium lernt man unfassbar logisch, aber auch abstrakt zu denken. Und das ist gerade das, was einem späteren Leben besonders auszeichnet als Mathematikerin, was beispielsweise auch in der Berufswelt unfassbar gefragt ist. Viele MathematikerInnen gehen tatsächlich in die informatische Richtung. Das liegt sehr nah beieinander. Ganz am Anfang meines Studiums fand ich auch Physik ganz spannend. Also generell die Naturwissenschaften sind natürlich auch möglich. Und auch in die Wirtschaft können einige gehen, weil man dafür die Grundlagen gelegt bekommt. Und ich glaube, MathematikerInnen können tatsächlich fast alle zurzeit gebrauchen. Dementsprechend ist, glaube ich, sind die beruflichen Perspektiven da halbwegs sicher. Aber wenn du Bock hast und hartnäckig bist und auch irgendwie so ein Durchhaltevermögen und ziemlich viel Freude an kleinen, also so an kleinen Erfolgen dich erfreuen kannst, dann glaube ich, bist du im Mathestudium gut aufgehoben.